Willkommen zu Tropico 4, einem meines Erachtens sehr, sehr guten Aufbaustrategiespiel. Und ich werde sagen, wir gehen einfach mal hin und spielen für eine Stunde etwas in der Sandbox herum. Wir haben einige Maps, leider sind davon so gut wie alle hier auf Hard. Dementsprechend, wie gesagt, ich bin jemand, der das sehr friedlich vor sich hinspielen möchte. Dementsprechend spielen wir auf Easy in der Isla Divina. So, wir sind in dem Menü, wo wir unsere Sandbox bestimmen können. Wir haben Political Stability, das Ganze lasse ich so, wie es ist. Wir sind relativ gut dabei, das heißt, wir haben nicht sofort die ersten Proteste, nur weil nicht alles gleich läuft. World Economy heißt, dass wir bessere Unterstützung vom Ausland bekommen, da lasse ich das definitiv auch auf 100. Tourism ist am Anfang nicht so wichtig und ist natürlich ganz schick, wenn die erstmal so reinkommen. Das dauert eh ein bisschen, dass die dann auch ein bisschen Geld dabei haben. Spiellänge empfehle ich grundsätzlich auf Maximum zu machen, denn man sieht, das ist nicht wirklich lange, was man hier spielt. Das ist eine Sache, die in Tropico 5 angeblich verbessert werden soll. Dann Population, man startet im Endeffekt zwischen 30 und 70. Und natürlich wollen wir 70 haben, einfach um das spannender zu halten. Random Events, ich glaube, das ist normalerweise auf Rare, aber ich würde sagen, das machen wir einfach mal auf Normal. Ich weiß nicht, was das alles beinhaltet, aber wir können das so lassen. So, Prominent Faction. Das Spiel ist in allerhand Fraktionen aufgeteilt und die wollen wir natürlich alle befriedigen. Interessanterweise könnten wir auch gar nichts sagen, dann sind die alle ungefähr gleich ausgeteilt. Wir sagen random, dementsprechend müssen wir dann gucken, wie wir uns an die ganze Situation rantrauen. Interessanterweise zwischen non und random gibt es keine Difficulty-Änderung. Free Election machen wir nicht, a faraway place heißt, dass wir nicht von den USA angegriffen werden können. Dafür ist aber Tourism logischerweise weniger interessant. Immigration ist eine ganz wichtige Sache, gerade am Anfang sind die meisten Einheimischen nicht sonderlich clever und dementsprechend müssen wir da auf die zurückgreifen. Dementsprechend hier ist auch, das haben wir ebenfalls ausgemacht, dass sie relativ schnell einen angreifen, das möchte ich nicht. Und Godmode ist langweilig in der Hinsicht, ist zwar schick, weil man richtig viel Geld bekommt, aber das ist dann auch schon wieder zu einfach. Modern Times ist der große DLC, der einiges hinzufügt. Und wir können jetzt hier einen eigenen Charakter erstellen. Ich zeige euch schon mal, wie ich ihn im Endeffekt designt hatte. Wenn man die ganzen DLCs kauft, was ich gemacht hatte, kann man allerhand Outfits auswählen und man bekommt auch weitere Trades und Mission. Und ich würde sagen, wir bleiben tatsächlich bei dem, einfach weil das halt wirklich so nach Bürgermeister aussieht. Aber ich habe nicht gesagt, dass du ein Celtic sein solltest. Ich möchte, dass du er bist, Olive. Der sieht nämlich noch ein halbwegs elegant aus, halbwegs ernst zu nehmen. Und Haare, hatte ich dir welche gegeben gehabt? Ich glaube, die hier hatte ich ihm gegeben. Ja, damit sieht halbwegs gescheit aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Johnny Ding Dong habe ich ihn genannt. Und jetzt gibt es Background. Da kann man bestimmen, was er im Endeffekt im Hintergrund gemacht hat, bevor er dahin gekommen ist. Das gibt alles unterschiedliche Boni, wie man so sieht. Chief of Police wird die Military Faction verbessert. Dafür gibt es weniger Liberty und aber auch gleichzeitig weniger Crime. Hier hatte ich überlegt, dass ich den Professor nehme. Das heißt, wir Intellectual Faction, Respect plus 20 und Education und Skill Training ist verbessert. Dann habe ich gesagt, Rise to Power, wie wir an die Macht gekommen sind, ist durch das CIA. Im Endeffekt, weil wir halt wirklich hier die Verbesserung mit den US-Relationships haben und dann auch 2000 im Jahr an Geld extra bekommen. Und die Trades, da gibt es auch noch einige, da will ich jetzt ganz kurz noch rüber gucken und ich zeige euch gleich dann, was ich gewählt habe. Denn hier ist es wirklich so, man kann die aufleveln und dadurch werden die dann halt besser. Aber es sind halt drei Seiten und da möchte ich halt einfach mal ganz kurz nochmal durchgucken, was es denn da gibt und was ich denn im Endeffekt dann nehmen werde. Ich habe gewählt und ich habe ursprünglich ein paar andere Skills gehabt, jetzt bin ich aber hingegangen, habe den Plantador, 6 Port Commodity, the Price of Sugar, Tobacco and Coffee is increased by 20% und dadurch, dass es immer noch auf Level 1 ist, 10% faster education and skill training for farmers. Dann habe ich Diplomatic, plus 2 Relation with all 4 Powers und the first 4 Office costs no money. Erstelin also nämlich wegen des zweiten Option, einfach damit wir hier ein bisschen Geld sparen, aber halt schnell auf die Vorteile zurückgreifen können. Und Vigilante haben wir hier schon auf Level 2, dementsprechend minus 20% Crime und minus 50% Criminals. Es gibt hier wirklich so einige interessante weitere Sachen, zum Beispiel Tourette-Syndrom. Das reduziert US Relationships um 10, erhöht aber 1000 pro Jahr für Pay-Per-View-Profits und minus 25 Random Faction Respect,
Minus natürlich, After Election Speech. Also irgendwer ist dann immer angepisst, einfach weil wir halt nicht das Fluchen einstellen können. Und ich zeige aber mal ganz kurz so die Liste und gehe auf ein paar ein, einfach um zu zeigen. Da gibt es wirklich so richtig interessante Sachen, die man sogar ausnutzen kann. Zum Beispiel einen, den ich auch überlegt hatte, den ich nehmen wollte. Ich sehe zum Beispiel PR Specialist. Und zwar, during election, each journalist pursues two citizens to vote for you. Jedoch weiß ich nicht unbedingt, wie das mit den Journalisten abläuft. Dementsprechend habe ich mir das gespart. Multiple personality disorders natürlich auch sehr schick, weil man wirklich für fast jeden nochmal Plus bekommt. Dann gibt es Hypochondriac. Erhöht von Hospitals und Kliniken die Qualität. Und auch deine Citizen gehen häufiger zu diesen. Und das allererste Hospital kostet nichts. Das ist gar nicht mal so schlecht, denn das kann man in einer lustigen Kombination machen. Hardworking ist auch ganz schick. Plus 6 overall production. Und einer, der auch sehr interessant ist, zum Beispiel hier Coward. Interessanterweise erhöht Coward die religiöse Fraktion. Und Krieger, deine Supporter, flüchten schneller aus Kämpfen, so wie man selbst. Da gibt es auch hier dann East Point Grande. Der ist einfach dann mal richtig krass und fängt einfach auch mal an, Gegner da umzunieten. Und es gibt wirklich einige coole Skills, zum Teil halt, die das Ganze ein bisschen interessanter machen, aber zum Teil auch welche, die das Ganze einen gewissen Vorteil geben in gewissen Punkten. Willkommen zu Tropico und ich werde mal ganz kurz gucken, was wir hier haben. So, wir starten an einem sehr interessanten Punkt, schön am Wasser gelegen. Wir haben einen qualmenden Berg am Start. Wir haben das Ding hier in der Mitte. So, wir starten mit unserem Palast hier. Und ich will ganz kurz trotzdem Pause haben. Wir starten mit 4 Soldaten, die alle 10 bekommen. Wir haben hier das Teamster Office, was im Endeffekt halt dafür genutzt wird, dass Sachen, die produziert werden, von A nach B gebracht werden. Wir haben hier die Garage, im Endeffekt, um Leuten Fahrzeuge zu geben. Wir haben Construction Office, das baut halt nun mal Sachen auf. Und man sieht, wir haben zwar Tenants, aber auch gleichzeitig Shacks. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben hier so eine Farm, die Korn anbaut. Und da möchte ich ganz kurz gucken. Und zwar kann man hier sehen, Crop Condition. Da kann man dann sehen, wo man was am besten anbauen kann. Und die Sache ist, Korn ist eine Sache, die zum Essen ist. Kann sich vielleicht vorstellen, dass Sugar hier zwar besser ist, sogar richtig gut. Da sollten wir vielleicht gucken, dass wir hier eine Straße hinter unseren eigenen Palast bauen und dann da halt die Zuckeranbauten starten sollten. Was ich auf jeden Fall machen möchte ist, ach, da ist eine Straße gebaut. Gut, das sah man jetzt in dem Overlay nicht. Wir gehen hin und wollen, ich muss jetzt ganz kurz gucken, wo man Straßen findet. Infrastruktur, genau. Gehen wir hin, machen das hier noch einen kleinen Ticken weiter. So, wunderbar. Und damit können wir hingehen und das Ganze gescheit machen. Es empfiehlt sich immer, Straßen zu bauen. Die Leute laufen zwar hier, wie man sieht, auch auf normalen Nichtstraßen. Sand und Co. Aber wir wollen logischerweise halt, dass die Fahrzeuge schnell von A nach B kommen. So, was suche ich jetzt gerade? Ich suche Food and Resources. Wir wollen eine Farm bauen und hier können wir dann halt sagen, was gebaut werden soll. Und wir sagen Zucker. So, wir haben 23.000 noch über. Ich guck mal ganz kurz, wie viel eine Farm kostet. 1.500. Wir gehen gleichzeitig hin und gucken einfach mal allgemein noch weiter. Natural Resources, was haben wir? Wir haben hier Eisen, Bauxit haben wir zumindest nicht ansatzweise in der Nähe, vielleicht sogar überhaupt nicht. Number of Depots, einer. Hier haben wir zwei. Okay, man kann es also sehen. Ich werde jetzt gucken, ob das irgendwo in der Nähe für uns ist. Es bringt nichts hinzugehen, jetzt bis zum hintersten Ende hier hinzugehen, nur um an das Gold zu kommen. Wir werden uns dann natürlich hinarbeiten müssen. Salz, da haben wir gleich hier eine. Das ist interessant. Das würde ich sogar ganz gerne abarbeiten. Fishing, wir haben 5 Ölstellen. Wir können auch hier über die Minimap gucken, wo das sich befindet. Ich will das jetzt hier so. Fishing haben wir überhaupt nichts. Wie kann das sein? Fishers harvesting using a fisherman's wharf and used for food export for profit and proceed by canary. Ah, okay. Dann können wir also im Endeffekt überall im Wasser machen. Da gibt es keine Begrenzungen. Es gibt später welche.
Und zwar, wenn halt wirklich Öl im Weg ist. So, Loggings, das heißt, wo man im Endeffekt Sachen mit Holz abarbeiten können. Da muss man definitiv aufpassen. Gerade die ganzen Hippies finden das überhaupt nicht lustig. Gut zu wissen, auch hier wiederum, wir können hier Tier anbauen. Das würde ich auch ganz gerne machen. Und zwar, wir können drei Arten Cattle, Goats und Lamas anbauen. Und man muss immer so ein bisschen gucken, wo man was hinbaut. Denn logischerweise, wir sehen hier zum Beispiel, es ist zwar eine Farm, aber das Ganze wird nicht in dieser Farm angebaut, wie man sich es vielleicht irgendwie vorstellt, sondern die bauen das hinter einem an, logischerweise, weil jetzt Sonne notwendig ist. So, wir sagen einfach mal, Cattles bauen wir hier an. So, ich gucke einfach mal ganz kurz. Housing ist am Anfang noch nicht so wichtig. Die meisten gehen halt hin, wenn sie können, wohnen in Tenants oder halt bauen sich selber ihre Shacks. Natürlich sollten wir irgendwann gucken, dass wir diese Qualität verbessern. Jedoch gibt es ein so ein bisschen das Problem. Ich hatte im Verlauf halt wirklich halt das Ganze hinbekommen, dass sie halt alle Apartment-Blocks bekommen haben, die halt eigentlich okay sind. Wie man sieht, most Tropicans will be very pleased with the housing value of the apartments. Houses selbst sind halt natürlich relativ angenehm, sind aber halt nicht so angenehm in der Menge, die sie aufnehmen können. Und da war es halt wirklich so, ich habe halt Apartment-Blocks überall gehabt und wenn man zum Beispiel sieht, die zahlen 1 Dollar Rente, also Miete und haben dann auch gleichzeitig hier das Upgrade bekommen, dass das Ganze halt ein bisschen gekühlt wird und so weiter und so fort. Und trotzdem gab es immer wieder Leute, die, obwohl die kostenlose Miete auf einmal da war, sind hingegangen, haben sich trotzdem ihre Häuschen hingesetzt, obwohl halt wirklich überall schweineviele Hotels waren, die das eigentlich hätten ohne Probleme auffangen sollen. So, wir haben Entertainment. Da gibt es einige Sachen, wie man sieht, aber wir brauchen dafür Elektrizität. Das haben wir am Anfang noch nicht. Dementsprechend würde ich wirklich sagen, wir gehen hin und setzen hier wenigstens ein paar Pin. Man kann auch hier wirklich entscheiden, wie das Ganze angenommen wird, zum Beispiel No Dress Code oder Upscale Dress Code. Und je nachdem, was man halt wählt, gibt es dann unterschiedliche Boni. Government, am Anfang noch nicht so wichtig, aber wir sollten definitiv gucken, dass wir halt irgendwann eine Polizeistation haben, um die gewissen Sachen halt zu haben. So, Foreign Office ist kostenlos und das ist eine Sache, die wir haben wollen und die werden wir auch direkt an den Hafen bauen. Ich meine, über den Hafen kommen auch die normalen Leute hin. Also hier ist definitiv für Fracht. Kann man das eigentlich hier einsehen? Ich guck mal ganz kurz. Ich muss mich ganz kurz ein bisschen einfinden, aber dann geht's eigentlich auch schon los. So, without a dock, there is no real economy on Tropico. Everything you produce must be carried to the dock by your teams. Das genau. And sold to the outgoing freighter before the cash starts rolling in the docks. Exports all goods produced on the island is that food reserve for Tropicans. And all imports will be arrived here. Poor immigrants also arrive on the dock with hopes for better tomorrow. So, und Infrastruktur, da gibt es dann theoretisch auch noch, das sind die Docks, die haben wir aber. Wie man sieht, wir bräuchten theoretische Blueprints, um das Ganze günstiger bauen zu können. Und ich weiß gar nicht mal, wie man die rankommt. Ich glaube, man kriegt sie freigeschalten. Attractions, da gibt es auch nicht. Wo war denn das? Das ist ein bisschen das Problem ab und zu, dass man erstmal rausfinden muss, wo gewisse Sachen sich denn verstecken. Education, Food, Industry, Tourism war es jetzt auch nicht. Ich meine, es gab noch eine Alternative, wie die ganzen hier ankommen können. Außer halt den Airport selbst. Ah, Tourist Dock, das ist ja. Aber das ist wirklich rein für Touristen, also gut. Dann würde ich sagen, wir gehen hin und bauen unser Foreign Office, das kostenlos ist, dank unseres Skills. Und wir können jetzt hier schon so langsam mal anfangen. Education, Grade School, das sollten wir vielleicht sogar machen. Should we have gone through the school, become literate and the intelligence increase. Das ist, sollte man das tatsächlich machen am Anfang. Das große Problem ist logischerweise, wir brauchen Leute, die das machen können. Wenn wir keine Leute haben, die unterrichten können, dann ist das Ganze erstmal witzfrei. Ich denke, wir gehen erstmal nur hin auf Farmen und dann machen wir gleich los. Wir
wollen wirklich noch... Salzmine wäre natürlich cool, weil die hier natürlich ist. Salt. Das Problem ist bei der Salzmine nur, ich glaube, wir brauchen Leute, die das machen können. Und wie viel hat die gekostet? 3500. Wäre natürlich schick, wenn wir das hinbekommen würden. The mine produces salt and boosts the production of ranches and cannery in the area. Ich würde sagen, wir setzen uns einfach mal hin, müssen aber gleichzeitig gucken, dass wir das Ganze so anbauen. Must be connected to road. Genau. Und wir gucken, so machen wir das. Nämlich, wenn man nochmal kurz rechts oben guckt, kann die Arbeitszeit verhindert oder verlängert werden, je nachdem, wo man es hinbaut. Und ich möchte es natürlich so bauen, dass wir das Ganze schnell hinbekommen, ohne extra Kosten oder Zeitverbrauch. So. Infrastruktur, wir machen eine Straße. Logischerweise will ich die Straße gerade halten. Und so. Weißt du nicht, warum das dann Ganze. Weil man zu einer richtigen, nicht mehr zu einer richtigen Straße wird. Wenn man sieht, hier ist es richtig. So, und damit sind wir im Endeffekt jetzt auch endlich im Spiel. Ich habe das Ganze jetzt erstmal auf zweifache Geschwindigkeit gemacht, dass die so ein bisschen auch an die Produktion herankommen, ein bisschen starten. Wir können hingehen und gewisse Gebäude vorheben und ich würde sagen, das machen wir einfach mal mit der Cattle Ranch. Natürlich kann man nicht hingehen und alle hervorheben und da ist ein bisschen das Problem, das Teamster Office und auch das Construction Office ist ein bisschen buggy. Und zwar das große Problem ist, man muss im Endeffekt Hubs bauen. Hier zum Beispiel ist ein Hub. Und wenn ich so irgendwann mal hingehen würde und hier was bauen möchte, dann müsste ich wirklich hingehen, halt Straße logischerweise bauen. Aber als allererstes Teamster Office, das Construction Office bauen, dann muss ich hingehen und im Endeffekt halt ein paar bauen, Hotels, dass sie halt wirklich alle sich dann halt hier hinbegeben, direkt an ihrem Arbeitsplatz sind. Und dann könnte man halt hingehen und hier die Goldmine bauen, etc. etc. So, und wir können halt auch hingehen und uns direkt Leute angucken. Wir haben zum Beispiel Thomas Fernandes. Wir könnten zum Beispiel, glaube ich, auch hingehen und Leute umbenennen. Aber das ist natürlich ein bisschen witzfrei. Wir haben hier 70 Leute, die herumrennen. Da ist relativ schwer zu gucken, wer wo ist. So, wir können uns halt im Endeffekt angucken. Er ist ein Arbeiter. Er hat 5 Dollar als Gehalt. Und man kann halt im Endeffekt sehen, wie es ihm geht. Wie er, zum Beispiel sieht, er ist Militarist und Regionist. Also dementsprechend müssen wir halt gucken, dass das funktioniert. Seine Skills sind übersichtlich. Keine Ausbildung. Exceptional Intelligence und Courage. Aber halt schlechter Leader im Endeffekt. Und wir können auch gucken, was er gerade denkt. Building the future of Tropico one house at a time. Und wir können natürlich auch hingehen und dementsprechend halt gewisse Sachen machen mit ihm. Natürlich werden wir da gucken, dass wir da eher selten darauf zurückgreifen. Und wir haben hier die Möglichkeit, El Presidente anzugucken. Und er ist ganz, ganz wichtig. Wir gehen zum Beispiel jetzt... Oh, die Cattle Ranch ist gebaut. Es ist alles gebaut worden, bis auf hier. Du gehst hier hin. Denn wenn El Presidente in der Nähe von einem Gebäude ist, das gebaut wird und auch tatsächlich da gebaut wird, dann wird die Produktion erhöht, denn alle wollen gut arbeiten, wenn El Presidente da ist. Wir dumpeln da jetzt hin, Johnny Ding Dong. Das Gute ist, wir haben hier unser Foreign Relations Gebäude auch schon fertig. Und das hat man das First of Experimental Condition Mines. We are still having problems with the pepper mine, but the mustard mine will be opened on schedule. So, the salt mine produces salt from nearby deposits, like ore salt deposits. We never deplete the salt mine, also boost the production. Das ist schick. Oh, aber ich glaube. Allocated. Sehr schön. Wir brauchen da keine großartigen, cleveren Leute. Das dumme Volk reicht. So. Und wir haben hier die Möglichkeit, im Endeffekt uns auf gewisse Sachen zu konzentrieren. Wenn wir das neutral halten, dann werden alle erhöht, gerade Europa, China und der Middle East. Wir können uns aber auch auf gewisse konzentrieren, pro USSR oder pro US. Pro US wäre eigentlich fast mit das cleverste, einfach die Skills, die wir haben. Wir haben auch das Almanac, da können wir im Endeffekt gucken, um uns gewisse Sachen hier reinzuziehen, wie die Fraktionen gestellt sind. Wie gut wir bei ihnen ankommen. Nationalist zum Beispiel 100, Militarist 100 und die aktuellen sind auch gut dabei. Prominent ist die Militarist. Also da müssen wir gucken, dass wir halt wirklich
irgendwann auf, schnell auf Polizei gehen, das Militär hochziehen, damit wir die befriedigen können. Gut, ich denke, es ist relativ offensichtlich. Essen ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir heranziehen sollten. Dementsprechend muss ich kurz gucken, wo sich das versteckt, denn es gibt ein ganz, ganz wichtiges Gebäude, das wir bauen müssen. Und da ist, wie gesagt, immer so ein bisschen das Problem, man muss erstmal finden, wo sich der ganze Spaß aufhält. Wir müssen gucken, dass wir relativ schnell eine Kirche bauen, aber wie man zum Beispiel sieht, die Kirche kostet 6.000, wir haben 15 und wir sollten gucken, dass wir halt nicht allzu schnell auf einmal gegen die Wand laufen. The Custom Office affects Export and Import as well as Taxes for Tourists. Das ist natürlich nicht schlecht, aber 10.000 ist eine Sache, die wir halt nicht mal kurz machen können. Na, wo befindet es sich denn? Ich suche den Markt. Der Markt verbessert nämlich die Verteilung. Da, Marketplace, wunderbar. Distributes food from farms and wharfs. Wharfs? To the population. Und das ist eine Sache, die wir natürlich wollen, damit die das sich da halt von dort abholen können. So, als allererstes würde ich mir natürlich wünschen, wenn das hier ein bisschen schneller fertig gemacht werden wird. Wenn man das Ganze anklickt, kann man sehen, wer gerade daran arbeitet. Entweder hier oder an den Pfeilen. Und damit ist das Ganze geschafft. Wir müssen hoffen, dass wir vielleicht ein paar Arbeiter einstellen. Und da fängt jetzt halt ein bisschen der Spaß an. Okay, da ist auch schon der allererste gleich ran. Und zwar mit den Gehältern. Wenn man zum Beispiel sieht, 5, 5, 5, 5. Hier müssen wir gleich mal gucken, ob das jemand macht, für 10 zum Beispiel. Und da kommt das erste Problem, da muss jemand mit einem Highschool-Abschluss ran. Soldaten zum Beispiel sind auch 10, die ebenfalls Highschool haben. Und ja, das sind einige interessante Upgrades, die man theoretisch haben kann. Aber wir haben finanzielle Unterstützung bekommen, was natürlich sehr schick ist. Denn dann können wir gleich mal hingehen und eine Schule bauen. Die Schule ist, denke ich, genau gegenüber von El Presidente. Das ist ein gutes Zeichen, dass im Endeffekt die Ausbildung für mich eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Zwei Leute arbeiten da dran und ich bin gespannt, ob wir tatsächlich irgendwas daraus wirklich produzieren. Die Production ist tatsächlich immer noch auf Null. Aber ich meine, das ist so, wie man es im Endeffekt machen muss. Das wird so empfohlen. Und wir gucken mal, ob es funktioniert. Denn ich hatte schon mal eine Salzfarm, die eben gerade nicht funktioniert hatte. Okay, El Presidente möchte, dass ihr das schneller baut. Und dann müssen wir wirklich langsam mal so ein bisschen gucken. Oh, wir haben es tatsächlich im Highschool. Nice, dann brauchen wir niemanden holen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, halt, dass wir die Schulen bauen, so schnell es geht, damit halt die Leute halt von natürlichem Art und Weise halt ebenfalls ihren Abschluss bekommen und ihre Position holen können. So, wir haben 8 Immigranten. Sind und wir haben Frankreich, Jamaika, Italia, left foot, right foot. Okay, und das Schöne ist halt, so kommen halt neue Leute dazu und können halt auch wieder Arbeit übernehmen. Und wir haben sogar etwas exportiert, mussten aber auch gleichzeitig Sachen importieren. Wir wollen gucken, dass wir weiter Farmen bauen können. Und hier ist so ein bisschen einer meiner Probleme, die ich so ein bisschen habe. Und zwar, wir wollen eine weitere Farm bauen. Aber das Spiel sagt einem nicht, in welchem Radius die im Endeffekt arbeiten. Und zwar, ich könnte theoretisch hingehen und das hier hin prompten lassen. Das ist natürlich machbar, aber das Problem ist natürlich, die gehen hin, wie man zum Beispiel sieht, die arbeiten hinter dem Gebäude. Also die würden das hier hinbauen. Aber sie sagen halt im Endeffekt nicht, wie viel Platz sie brauchen, wo sie es aktuell hinbauen. Und man kann es selber auch nicht bestimmen. So, am besten ist natürlich, wenn man das an die grünsten Plätze bringt, die man finden kann. Also zum Beispiel hier wäre ganz gut. Ich denke, wir bauen dann hier eine Straße hoch und stellen die dann da ab. Wie sieht's aus mit Bananen? Bananen ist überhaupt nicht gut geeignet hier und ich finde es ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier nicht rauszoomen kann. Bananen muss man extremst weit weggehen. Hier hinten. Das lohnt so gar nicht, auch wenn es halt wirklich schade ist. Papaya, das ist auch wieder Sache, die können wir hier wirklich ohne größere Probleme abliefern. Pineapple.
Coffee, Sugar. Ja, machen wir hier Sugar. Machen wir aber noch eine zweite Zuckerfarm hin, um das Ganze ein bisschen zu verbessern. Und wir gehen hin, bauen eine Straße hier hoch. Wir machen sie ganz bewusst ein bisschen schräg, damit einerseits halt die hier nicht, oder die da halt nicht, davon beeinträchtigt werden. So, wir werden aber jetzt mal ganz kurz Korn da lassen. Und natürlich will ich das Ganze so bauen, dass wir das gescheit hinstellen können. Das heißt, wir gehen dann hin und machen hier eine Straße hin. Wir sollten eigentlich genug Platz haben, um hier ihren Spaß zu machen. Und wir sollten dann hoffentlich auch gleichzeitig genug Platz haben, um die nächste Farm hier abzustellen für Korn. Machen wir hier eine hin. Ich gehe dann hin und mache das hier noch, dass wir nur was aber auch einfach weiterfahren hier hoch können. Und die nächste Farm setzen wir dann hier hin. So, und weiter geht's. 41% Happiness, wir müssen halt wirklich gucken, dass wir das hinbekommen. Und hier haben wir das Problem, Highschool wieder. Ja, das ist halt interessanterweise wirklich nur weibliche dürfen Lehrer werden. Und auch hier können wir wieder auswählen, wie die ganze Sache hochgezogen wird, wie unsere Kinder angelernt werden. Children gain initial skills in a random profession when they graduate. Youth organization, some of the children become loyalists when they graduate. Spelling bee contests. The intelligence of some of the children is increased even more after graduation and obedience training. The courage of some of the children is decreased after graduation. Aha. Ist natürlich doof, aber das ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? The intelligence of some of the children is increased even more. Gibt es irgendwelche Nachteile? Nicht, dass ich wüsste. Und ich würde mal ganz kurz gucken. Wir könnten für 500 jemanden holen. Ich würde sagen, das machen wir einmal nur. Der zweite würde dann... Oh, okay. Und da ist dann auch schon jemand, der da hingesprungen ist. Und zwar von hier nach dort. Wie man sieht, das ist zum Beispiel 600 noch nicht. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ob das nicht irgendjemand dann doch tatsächlich mitnimmt. Weil wie man zum Beispiel sieht, das ist alles das Essen. Das nimmt nach einer Weile ab, aber was ich meistens miterlebe, ist, dass ich zu viele von einer Art habe und dementsprechend wir einfach so viel Essen am Start haben, dass wir da nie Probleme bekommen. Ja, und man sieht zum Beispiel, wir sind bereits im Oktober 51. Wir haben bereits ein Jahr hinter uns, ohne dass wir ansatzweise wirklich was gemacht haben und dementsprechend ist es wirklich das Problem, dass das Spiel nur 50 Jahre lang ist. Man kriegt nicht wirklich viel getan. So, wir bekamen aber wirklich einige Arbeiter, also die Dinger sind definitiv ausgelastet und wir produzieren tatsächlich was. Das ist schick, das ist wirklich, wirklich gut. Interessanterweise, Cattle ist hier nicht mehr wirklich gut. Und 8 Immigranten, einen Spezialisten haben wir geholt. Und dementsprechend haben wir auch volle Auslastung. Hätten wir zum Beispiel nur einen, können wir, glaube ich, nur die Hälfte aller Kinder, diese Slots, die sie hier anbieten, nutzen. Education is always free in Tropico, das ist von mir aus auch recht. Und wir gucken mal ganz kurz. Natural Resources? Nope, das meinte ich nicht. Oder? Ja doch, hier Pages. Dass wir vielleicht gucken, dass wir vielleicht irgendwo nochmal eine Farm hinschmeißen. Ob wir vielleicht sogar die einfach da hinwerfen können. Eine Ranch. Und gucken wir mal ganz kurz. Beef sells for a good price, but cows are not as adaptable as goats. Goats are more adaptable than cows, but goat cheese sells at a lower price than beef. Llama wool sells at low price, but llama mature very quickly. Aha. Okay, dann machen wir einfach hier eine Goat Farm hin. I was going to show you some charts, Presidente, but I was robbed on my way here and the criminals took everything. There's no denying when even our charts are not safe. We have a problem with this. Time to do something about crime safety. Construct a police station, restore order. Ja, und hier haben wir unser alles Änderungen in der Welt. Da Violenza, no food imports and the commodity price of corn is increased by 200%. So, und ich denke, der Kollege hat gar nicht mal so unrecht. Wir haben wieder gute Unterstützung bekommen. Und diese gute Unterstützung werden wir nutzen, um eine Polizeistation zu bauen. Und man sieht hier andersrum, da wo wirklich sehr, sehr viel Kriminalität ist, ist rot. Und logischerweise, weil wir nur hier sind, ist es hier super rot.
So, und ich will noch einmal hinbauen und eine weitere Ranch bauen für Lamas. Und die setzen wir dann einfach hier auf die andere Seite der Straße. So, Zufriedenheit sinkt gewaltig. Dementsprechend gehen wir auch hin und werden eine Kirche bauen. Das ist eine Sache, wo die Leute sehr, sehr schnell drüber heulen werden, und die werden hingehen und werden die Kirche nicht neben meinem Palast bauen. Das tue ich mir nicht an. Und das allererste, was ich haben möchte, ist tatsächlich die Polizeistation. Dementsprechend geht's dorthin. A Freighter exported 9000. Das ist gut. Ja, Import war leider nicht drin, einfach weil das aktuell blockiert ist. Gut. Die Mine arbeitet, das freut mich sehr. Ihr arbeitet euer Zeug an. Die bauen das hier mitten im Wald an. Und die hier an der Seite. Das heißt, hier können hier Leute hin. Das heißt, wir können vielleicht irgendwann hier nochmal irgendwas anbauen. Aber ich will ein bisschen gucken, dass wir halt logischerweise weiterhin genug Geld haben. Denn das ist eine Sache, die auf einen sehr schnell überrumpeln kann. Auf einmal hat man kein Geld mehr und guckt dann ein bisschen blöd ins Nichts. So. Wir brauchen Highschool Mail. Dementsprechend hoffen wir einfach mal, dass wir vielleicht sogar gucken, hier Entertainment, dass wir vielleicht mal schnell noch eine Highschool bauen. Das ist zwar wieder eine Sache, die kostet, aber ich bin bereit, diese Kosten aufzunehmen. So, eine Sache, die ein bisschen komisch ist, ist, dass es gewisse Gebäude gibt, wo es wichtig ist, wo der Eingang ist, und andere wiederum, wo es nicht so wichtig ist. Das ist zum Beispiel ein dieser Gebäude. So. Und wenn man sich vielleicht vorstellen kann, ich will halt wirklich schnell Leute haben, die clever sind. Und dementsprechend werden die hier das Ganze auch relativ schnell machen. So, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich hier wirklich noch Straßen bauen soll. Ich habe das ganz bewusst so gehalten, dass man theoretisch noch was hier lang ziehen kann. Vielleicht lasse ich das hier nach unten frei, aber das hier so lang vielleicht weitermachen, dass man hier vielleicht noch Sachen bauen kann. Aber halt dieses Zentrum halt lässt. Wir müssen wirklich gucken, dass wir hier mit der Happiness arbeiten. Und was wir machen können, ist hingehen und auf die jeweiligen Sachen klicken und können dann halt sehen, was die großen Probleme sind. Wir sehen zum Beispiel Kapitalisten, Low Crime Safety und Insufficient Housing. Da müssen wir definitiv auch irgendwas machen, aber mit 60% wird auch gut dabei. Ich denke wirklich, Kapitalisten und die Loyalisten sind die beiden, die wir haben wollen, die ein bisschen besser dastehen. Und No Childhood Museum. Die mögen El Presidente sehr und wollen sowas haben, aber ich glaube, der Preis dafür ist einfach nur dämlich hoch. Landmarks, genau hier war das meines Erachtens. Oder auch nicht, ist zumindest Mausoleum ist hier. Man sieht zum Beispiel 30.000 dafür. Abartig. Was unter Tourism? Das ist ein bisschen das Problem wieder. Keine Ahnung, wo ich hingucken muss, um das bauen zu können. Ah gut, im Endeffekt ist es auch nicht so schlimm am Anfang. Wir haben noch 2 Jahre, glaube ich, bis wir wiedergewählt werden. Und dadurch, dass die Loyalisten eh nicht die Größten hier sind, wo ich noch irgendwo Priest. Das war unschön aktuell noch, aber ich hoffe einfach mal, dass hier vielleicht bald das Ding gebaut wird und wir halt auch die Möglichkeit dann haben, das Ganze selbst hochzuziehen. So, wir brauchen eine Klinik. Und diese Klinik wollen wir natürlich hier ins Herz der Leute bauen, damit die da auch sofort hingehen können. Und hier gibt es eine lustige Sache, und zwar gibt es 3 Arten von Medizin, die man aufbauen kann. Preventiv, after a visit, the patient will need healthcare 20% less often. After a member of the family visits the building, the chance of the woman becoming a mother increases by 50% and increases the lifespan of the visitor by 1 year of each visit. Und das geht bis zu 5 Jahre hoch. Und, Cancer. Und der Witz ist halt im Endeffekt, ich hatte ja diesen Hypochonder-Skill und da hätte man dann den halt gut kombinieren können. In der Hinsicht, dass man einfach sagt, die Leute gehen automatisch häufiger in Kliniken und Krankenhäuser.
Und dann nutzt man halt den Skill, dass die dadurch schneller auch schwanger werden. Und hätte dann so eine sehr interessante Kombination. So, wir haben jetzt hier so ein bisschen das Problem, wir brauchen Leute, die das Ganze hier übernehmen. Dementsprechend bin ich mal so frei und hole mir zwei Leute. Wie man sieht, umso mehr man holt, umso teurer wird das. Gerade eben war nämlich für Marketplace die noch auf 600. Hier arbeiten Leute, das ist gut, aber wir brauchen halt nur mal Leute, die... Hier sieht man, eine von denen ist jetzt darüber gegangen. Das ist natürlich einerseits gut, aber wie man sieht, da sind jetzt auf einmal noch die Hälfte der Plätze möglich. Gut, El Presidente, wo bist du gerade? Ach, hier, der ist bei der Schule. Und das ist so eine Sache, die auch so gleich ein bisschen das Problem ist. Man kann zwar theoretisch Leute aus dem Ausland holen, das heißt aber nicht, dass die diesen, den Job weiterhin ausüben. Dementsprechend kann es halt passieren, dass man halt mehrmals Zeit hingeht, theoretisch sagen wir mal, für diese Schule halt Lehrer holt und die dann auf einmal anfangen und, keine Ahnung, hier anfangen zu arbeiten, auch wenn es eher selten der Fall ist. Und hier ist jetzt der Witz. Wir brauchen jetzt Leute vom College. Und dementsprechend werden wir halt auch hier hingehen. Och, 2700. Ja, wir brauchen aber halt leider Ärzte. Dementsprechend werde ich auch hingehen und den holen. Und wir haben unseren allerersten Kollegen hier, Brisa Ortiz. Und ich dachte, man konnte darauf klicken und da hinkommen. Auf jeden Fall haben wir unseren allerersten dabei. Look around, Presidente. See the overflowing garbage cans. See the toxic fumes in the air. See how Mother Nature suffers. And now I want to do something of pollution problem, President. I feel that you are the true friend of Mother Nature, just as we environmentalists are. Please consider issuing the anti-litter ordinance and pollution standard edicts. Ja, und hier gibt es einen Punkt, Edicts, und da kann man gewisse Sachen reinrufen, um gewisse Sachen halt nur mal vorzunehmen. Und da gibt es halt wirklich einige sehr interessante Sachen. Pollution Standards zum Beispiel. Aber wir bräuchten dafür erst Minister of Economy. Und wo ist das? Ministry, genau, für 4000. Obwohl, wir haben 38.000 gerade reinbekommen. Das ist echt gut. Ist das eher richtig stark auf einmal in dem Jahr? Da könnten wir das eigentlich ruhig machen. Setzen hier genau neben uns dieses Gebäude. Ja, machen wir ruhig hier hin. Was soll's? Und wir werden auch gleichzeitig mal hingehen und noch ein weiteres Tenant bauen. Einfach, dass die Leute in gescheiteren Umgebungen leben. Sir, the number of rebels on the island is growing higher. We should take adequate precautions. If your people were happier, they would be less inclined to rebel. Of course, we could always recruit more soldiers and generals and simply crush any resistance with our numbers, sir. Das ist definitiv keine falsche Idee, aber natürlich möchte ich versuchen, das Ganze eher so zu lösen, dass die... Gut, oh, das ist das Schalltod-Museum. Gut, dann gehen wir natürlich hin und bauen das auch noch, denn dass wir auch die Vollidioten damit zufriedenstellen können. Okay, wir haben jetzt nochmal einiges ausgegeben, aber wir haben noch genug, damit wir keine Angst uns machen sollten oder müssen. So, wir haben... Überleg mal, wie viele wir einstellen können und wie wenige die nur tatsächlich übernehmen können. Und auch hier haben wir wieder General Education. General Educates provides normal rate. Parochial extra religious course slowdown education rate by 15%. But some students may become religious supporter. Pff, nö. Extra military studies course slows down education. Aber dann würden Leute halt Militär Support werden. Das wäre natürlich nicht schlecht, weil wir halt sehr stark uns auf das Militär konzentriert haben, aber ich bleibe auf General. Keine Ahnung, das ist so eine Sache, die ich persönlich sage, möchte die eigentlich in keine Rollen zwängen müssen. So, wir haben hier wieder einen Frachter und das ist wirklich ganz wichtig, die Frachter sagen wirklich, wann Fracht kommt und eingeladen wird. Also das ist nicht einfach so, oh, zufällig wird jetzt aber mal auf Essen verschwinden oder Stop a Foreign Aid from the USA. Ach, deswegen ist es so viel gewesen. Cuba goes red. Ja, das ist ein ganz schickes Feature eigentlich in der Hinsicht. Und wir gucken nochmal ganz kurz. Kapitalisten sind ein bisschen besser angetan mittlerweile. Die Kommunisten
wegen Healthcare und Housing noch nicht so angetan. Chatwood Museum ist in der Arbeit low average rate compared to other countries. Ja, damit müsst ihr nun mal leben. High pollution, meine Güte. Not enough generals in the army. Religious satisfaction und die sind gut angetan. Einfach, weil wir halt wirklich viel in der Hinsicht machen. Und was können wir tun militärtechnisch? Ich würde sagen, wir warten einfach mal ganz kurz noch ab, dass wir wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Gerade hier Cuba Goes Red sollten wir ausnutzen und hoffen, dass wir das halt wieder so viel bekommen. Denn das sollte definitiv helfen. Wir haben eigentlich sehr gut an Futter vorgesorgt. Police Station ist immer noch ein Problem, glaube ich, wirklich, dass die High School und vielleicht sollten wir wirklich hingehen und sagen, tatsächlich Military Education, dass wir auch mehr Polizisten und so weiter bekommen. Wir machen es einfach. Ich mag es zwar nicht, aber gut. Wow, Export 28.000. Das ist ordentlich, dann würden wir wirklich doch mal hingehen und ein Gefängnis können wir bauen. Ich muss zugeben, im letzten Spiel, was ich gehabt hatte, gab es für mich keinen Grund, ein Gefängnis zu haben. Alles lief so gut. Und hier sieht man zum Beispiel, hätten wir die Blueprints. Und jetzt würde ich doch ganz gerne doch mal wissen, wie man tatsächlich auf die Blueprints zurückgreifen kann. Gab es hier nicht irgendwie eine Möglichkeit? Ich meine, im Endeffekt ist auch nicht so schlimm. Auch wenn ich es natürlich gerne so hätte, dass das Ganze etwas günstiger ist. Was wir aber ganz kurz noch machen sollten, fällt mir auf, ist vielleicht Fischerei hier haben, dass wir tatsächlich darauf zurückgreifen können. So, dann gehen wir hin. Infrastruktur hier hin. Gut. Und gleichzeitig gab es noch irgendwas anderes, was ich machen wollte. Logging Camp wäre nicht unbedingt so falsch. Oil Well. Grow Reef Fast und Boost Your Crops. Das ist schick. So, you need blueprints to construct the building. Purchasing blueprints will enable construction until the end of the mission. Ah, okay. Blueprints cost can be reduced by the Academy of Science. Okay, machen wir ganz kurz nochmal hier Halt und gucken einfach mal, denn wir haben jetzt hier nämlich 5 Posten, die wir hier aufnehmen können. Ansonsten, Council of Ministers, Democratic Government that gives everyone equal opportunities, workers on the island gain 0 skill, skills 0% faster. Communist government that makes more people vote for El Presidente or else und noch Junta oder Junta vermutlich. Military government that discourages people from becoming rebels. Das ist eigentlich gar nicht mal so falsch. Zumindest am Anfang, wenn wir eh schon militärmäßig sind. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, Leute anzuheuern. A skilled banker, journalist, shopkeeper or custom officer is required for this position. There are no citizens. Wir werden auch keinen einfliegen. Education, da hätten wir theoretisch welche. Und wir können halt sehen, wie sehr sich das lohnt. Zum Beispiel sie ist gar nicht mal schlecht. America Castillo. Intelligence is exceptional, courage is above average und leadership is good. Die Frage ist, ob wir die tatsächlich halt aus ihrem Job da rausschmeißen wollen. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ist das sie hier? Ja, das ist sie hier. Ich würde sagen, wir warten in der Hinsicht nochmal ein bisschen. Vor allem Relations haben wir aktuell keinen, Interior haben wir leider keinen und Defense, da hätten wir theoretisch sogar welche. Wir haben jemanden, der below average in Intelligenz ist, aber ansonsten above average. Nehmen wir ihn. Oder war das jetzt unser... Verdammt, das war unser Arzt, glaube ich. Verdammt. Das war dumm. Oh, oder auch nicht. Hat jemand anders übernommen. Gut, dann ist das wieder kein Problem. 12 Leute, ein Experte ist hinzugekommen. Wir haben immer noch niemanden, der diese verdammte Kirche übernehmen kann. Verdammt. Es wäre schön, wenn wir das vielleicht irgendwann mal hinbekommen könnten. Der Präsident ist auch hier bei dem Gebäude und wir haben hier eine Mission. Build a mine. Comrade, progress does not wait for anyone. It is only through our own actions that we can bring progress forth. You should be the guiding light that shows us the way to bright dawn of the communist revolution. Now it's the time. Delays are the enemies. It's the people's will that you build a mine, build a mine. Ah, okay. Und da unten haben wir damit unseren allerersten Auftrag. Wir haben leider 2 Leute bekommen, die kriminell geworden sind. Und ich guck mal ganz kurz einfach,
Natural Resources. Gibt es hier irgendwas in der Nähe? Wir könnten auf Iron hier zurückgreifen. Das ist vielleicht gar nicht mal so uncool. Wie viel kostet denn eine Mine für Eisen? Wenn wir nämlich wirklich hier hingehen, das einfach zentral bauen. Im Moment eine Sache. Wie viel kostet die Mine? 3000, alles klar. Gut. Und bauen wir auch noch eine Infrastruktur dahin. Gut. Are you a rebel? Okay. Wir sind mit 39% Zufriedenheit natürlich noch nicht auf dem besten Weg. Oh, wir gehen aber langsam hoch. Okay, wir sind auf dem besseren Weg. In 3 Jahre im Amt. Und wir müssen vielleicht langsam mal gucken, dass wir tatsächlich hingehen und ein Edikt reinrufen. Und zwar, es gibt ein ganz wichtiges. Free housing. People do not pay for their housing. Raises respect for communists, but lowers respect of the capitalists. Das Problem. Tax cut. Raises the respect of all citizens for 3 years. Doesn't stack with itself. Social committee. Pay 2/3 of the average wage to retirees and students. Agrees the respect of everyone. Würde $18 pro Monat kosten und einmal 500, aber es würde helfen. So, ebenfalls hier. Food for the people, increased food quality, double food consumption can be cancelled at any time. Das würde ich ganz gerne machen. 2 full meals every day, even the most gluttonous of our citizens will be satisfied with these double rations. This edict will greatly improve the food happiness of our population, but food consumption will be doubled, so we better be sure Shopican has food. Enough food to be issued. Und ich denke, wenn man mal ganz kurz guckt, was wir hier an Einheiten haben, das sollte in unserer aktuellen Situation machbar sein. Wir haben gerade über 100 Leute. Und das sollte nochmal ein bisschen... Dabei ist das Happiness automatisch runtergefallen. Obwohl ich was für euch getan habe. So, 51.000 haben wir. Da können wir definitiv noch was machen. Und ich würde sagen... Wir könnten... Obwohl, wir haben ja eigentlich unseren Papier... Wie man sieht, wir haben genug Leute dafür. Cathedral ist ein bisschen Overkill für den aktuellen Zeitpunkt. Was wir vielleicht machen sollten, ist ein Customs Office. Das sollte nochmal kurz helfen. Wir haben 2 Lehrer. Das wirklich das Gute ist halt... Oh, shit. We need proper healthcare facilities on our island, Comrade Presidente. Most of the population has to rely on traditional medicine and worse practices, like homeopathy and a healthy lifestyle. Das hat nichts damit zu tun gehabt. Präsident, one of my tankers, New Titanic, has set an unexpected iceberg in the tropical seas. Vielen Dank. It appears that floating behind ice carrying ships to save on fuel is not a good idea. As a result, I'm losing money and all of the delicious tropical fish are going to have a dreadful taste. Some of my friends have offered their help at a minimal fee. Beauty on our shores has dropped and all fish is forbidden in the affected area. Und wir sagen natürlich, spare no expenses to stop this crisis. Und das ist natürlich definitiv ein großes Problem und wird uns auch ein bisschen kosten, aber wir bekommen, wow, wir bekommen von den USA keine Unterstützung. Warum ist das? Das ist eine gute Frage. Gucken wir mal ganz kurz. Foreign. US Relationship is of excellent. Und USSR nur auf neutral. Warum? Warum? Kriege ich kein Geld von euch? Und wir gucken mal ganz kurz. Wir haben hier wirklich so einige Cement Factory. Cement Factory will speed up all productions and produce cement for export. Nice. Brauchen wir irgendwas dafür? Weil eine Zementfabrik haben ist eigentlich gar nicht mal so uncool. Sagen wir, stellen die einfach hier mit ab. Und gibt es noch irgendwas bei Education, was ich bräuchte? Ich bräuchte theoretisch ein College. Ich würde sagen, das machen wir auch. Und zwar bauen wir Straßen. Von mir aus bauen wir ruhig hier auch eine rein. Und so. Okay. Und dann würde ich sagen, baut die Schule ruhig mal hier hin. Und auch hier haben wir wieder mehrere Möglichkeiten, was zu machen. Ich werde auch gleich mal ganz kurz wieder hingehen und das eine hier anpassen. Ich will, dass die Leute insgesamt cleverer sind. Super. Exportet
38.000. Holy shit, das ist richtig gut. Okay. Wir haben hier unsere Fischerei. Da gucken wir auch mal. Clean Waste Disposal. Fish Guts are disposed properly. Minimize Population. Back to the Sea. Fish Guts galore. Halves Upkeeping, but increases Population. Ja, okay. Wir lassen das so, wie es ist. Denn das schadet uns nicht allzu sehr. So. Und... oh! Gerade als ich gucken wollte, ist der allererste Priester angekommen. Das hilft natürlich sehr. Und... High Economic Minister. Presidente, handling money is an important task. We need to hire someone to do it. Damit hat er recht. After all, we can't be everywhere and money might be lost because of a missed opportunity. Find a courageous and intelligent person to keep an eye on things. Das nehmen wir an. Und das große Problem ist, wir müssten jemanden holen. Machen wir es. We need college-educated workers to operate this facility. We can hire for a graduate for 2,000, but the price per graduate will increase as we hire more people. The worker will arrive on the next fighter shall we hire. 3,000 ist natürlich extrem heftig, aber das wird noch ein bisschen dauern und ich will das Ganze wirklich haben. Dementsprechend sind wir mal so frei, zahlen das Geld. Und die Frage ist, was brauchen wir? Haben wir irgendetwas, was wir vergessen haben? Die Zement Factory, die gebaut wird. Elektrizität ist noch nicht so wichtig. Dementsprechend brauchen wir es nicht machen aktuell. Gibt es irgendetwas? Wir haben den Marketplace, wir haben das, wir haben Salzminen, wir haben sogar normale Minen. Logging Camp wäre natürlich ganz schick. Wenn wir gucken könnten, dass wir das irgendwo hinstellen könnten. Ich gehe mal wirklich hin und sagen, wir machen das Ganze so. Hier hin. Machen die Straße noch einen kleinen Ticken länger. So. Und dann können wir wirklich hingehen und... ja, 3000. Wisst ihr was? Wir machen das. Zahlen hier das extra und haben die dann auch gleichzeitig. Haben dann aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, das wieder anzubauen. Dann dürfte das auch unseren Hippies nicht das größte Problem machen. Wenn wir das kurz mal hinstellen hier. So, das ist mir das Wichtigste. Dementsprechend geht ihr da bitte hin. Und du gehst auch dorthin. Du brauchst nicht in der Küche rumdumpeln. Hier gibt es eh nichts zu lernen. Exportet 16.000. Also ich muss zugeben, das läuft ganz in Ordnung. Ich hatte in den vergangenen Spielzügen, Durchläufen, wie auch immer, immer das Problem, dass ich an irgendeinem Punkt einfach auf einmal kein Geld mehr hatte. Und dann wirklich halt ganz ernsthaft darauf angewiesen war, dass mir die Leute aus dem Ausland helfen. Und bisher konnten wir das ganz gut abwenden. Wir haben 4 Jahre überlebt, ohne darauf zurückgreifen zu müssen. Ich weiß jetzt nicht, wann das passiert ist, damals, zu welchem Zeitpunkt. 4 Leute sind gestorben aufgrund von schlechter Verpflegung. Und fein. Nur einer ist hier. Wir brauchen wirklich Leute, die clever sind, damit das Ganze langsam anfängt. Die Leute gehen dahin, gehen dahin, gehen dahin und gehen dann im Endeffekt dorthin wieder zurück, um weitere Leute auszuhelfen. 3300, holy shit. Ja, wir brauchen einen. Wir brauchen leider einen, damit das Ganze ins Rollen kommt. So, warum sind... das ist interessant zu sehen, dass wirklich halt diese hier anders aussehen als der hier. Okay. So, und wir könnten jetzt theoretisch natürlich noch hingehen, falls wir natürlich Strom hätten, was wir noch nicht haben. Und dann könnte man das Ganze nochmal ein bisschen verbessern für die. So, wir haben eigentlich ganz gute Unterstützung hier. Das gefällt mir. So, eine Sache, die ich ganz kurz gucken wollte. Und zwar hieß es, wenn man halt hingeht, Academy of Science. Was ist die Academy of Science? Ich sehe das gerade nicht. Auf jeden Fall wäre es halt gar nicht mal so schlecht, halt eine Army Base zu haben. Dann werde ich mal gucken, wo ich die am besten hinstelle. Ich gehe wirklich hin und stelle die hier einfach wirklich einfach zack in die Mitte rein. Denn damit könnten wir dann auf Generäle zurückgreifen, dann könnten wir Außenposten haben. Ich will nur ganz kurz warten, dass ich ein bisschen mehr Geld habe, dass ich das auch ohne Probleme auffangen kann. Bitte in Army Base. Ha, perfekt. Sir. The army is in dire need of facilities.
The insurgents, they laugh at us, at the glorious tropical army with shining boots ready to stomp anyone who stands in their way. Sir, I beg you, for the good of the army, build an army base. Das ist natürlich ideal, denn wir bekommen da gleichzeitig auch noch einen Bonus für. Dann sagen wir, dann machen wir das auch jetzt ruhig. Government. Oh, das ist die Sache. Okay, wir brauchen also tatsächlich erstmal 6.000 und dann nochmal 8.000. Okay, dann warten wir tatsächlich immer ganz kurz auf das nächste Jahr, dass wir unsere Boosts bekommen und dann können wir das damit abfangen. Dann einfach mal ganz kurz 14.000 rauszupupsen ist gar nicht mal so angenehm. So, und jetzt haben wir hier theoretisch noch Upgrades. Aber dafür brauchen wir Elektrizität, das wir nicht haben. Okay, wir sind im November, das heißt, wir kriegen gleich unser Geld. Und die Zementfabrik könnte auch ruhig mal gemacht werden. Ich weiß nicht, wie es gerade mit den Arbeitslosen aussieht. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das Spiel immer wieder halt anhält und man auch das nicht starten kann, wie auch man sich gewisse Sachen anguckt. Einerseits gut, andererseits aber auch nicht so gut. So, Job. Und zwar können wir hier dann sehen, Unemployed. Haben wir keine Unemployed? Ich meine, gut wär's, definitiv. Zwei, die in Rente gegangen sind. Hm, okay. Das finde ich interessant. Okay, Touristen haben wir noch nicht. Es sieht auf jeden Fall auch hier, was für Fraktionen es gibt. Wer wie eingestuft worden ist. Das heißt also, man könnte da gewisse Vorsichtsmaßnahmen auch treffen, wenn man halt gewisse Sachen machen möchte. So, der Kollege kommt dann halt hoffentlich auch bald an. Dann dürften wir hoffentlich... Ich weiß gar nicht, ob der Spelling Bee Contest überhaupt so clever ist. Ich denke ja. Ich denke, dass das gar nicht mal so dumm ist. Okay, das Ding arbeitet, das ist schick. Comrade Presidente, an article published in the Pravda in Moscow has criticized the housing conditions for the masses in Tropical. Ja, das ist eine Sache, die wir definitiv machen sollten. Okay, wir haben ein bisschen was bekommen. Wir haben schon wieder increased exports. Comrade, our plan for winning the Cold War needs to enter the next phase. For that, we will need more shipment from you. If you increase them to 1,000, we will surely have won by the next 5-year plan. Increase the export volume to the USSR to 1,000. They want sugar, rum, including spice rum, fish, iron, bauxite, gold and salt. Im Endeffekt, egal, die Masse macht es im Endeffekt. Und mich stört es natürlich. Intelligence reports that subversive elements might be taking violent actions against our government. You should consider establishing a secret police to prevent or at least minimize such activities. Ja, und das machen wir gleich. Eine Sache will ich nur vorher machen. Und zwar, wir gehen jetzt hin und bauen tatsächlich unsere Military Base. Ist ja schade, dass wir nochmal extra Geld zahlen müssen. Aber gut. So, wir bauen die mitten ins Herz. Ganz bewusst. Und ich will hingehen und baue einfach mal ein weiteres Pub. Genau hier hin. Und ich würde sagen, das machen wir mal ganz dringend. What do you want? I'm busy ruling. So. Wir haben einen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt auch hier fürs College jemanden, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, jetzt können auch Leute hingehen. Und ich hoffe, dass sich das dann halt im Endeffekt dann halt so ausarbeitet. Dass sie halt wirklich dann halt immer mehr Leute haben, die dann auch das Ganze übernehmen können. So, Herr Präsident, wo bist du? Herr Präsident, du solltest dir vielleicht mal ein Auto kaufen. So, wir haben auch hier wieder Möglichkeit, mal ganz kurz gucken. Loudspeakers increase the respect of all visitors by 10. Und all profits go to the Swiss Bank account instead of the Treasury. Nope. Ist zwar eine ganz nette Idee und es gibt auch Missionen, wo man das machen muss. Aber es ist richtig lohnt, wie man sieht. 869 von 1000. Also wir sind hier gut dabei. Und was wollt ihr? Demolish all pubs. So, jetzt guckt euch mal den Kollegen an.
My son, I've had an epiphany. Only when drinking alone does one truly communicate with God. Therefore, pubs are dens of evil, disturbing my flock's link to the Lord. You know me, I'm all for entertainment, everything, but the Lord comes first. Und da sagen wir ganz klar, nope. Go eat a dick. So, wir wollen hingehen und Defense. Und zwar gibt es hier... nicht hier. Wo war denn das? Sensitive Training? Oder war das gerade da und ich habe es nicht gesehen? Secret Police. Wir brauchen Minister of Interior. Oh shit, haben wir viel Geld. Oh, da gehen wir aber ruhig hin und rufen ein. Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Secret Police aufbauen. Und sagen ja. Gut, und dann gucken wir mal, vielleicht bauen wir tatsächlich einfach noch ein weiteres Talent. Ja, machen wir mal hier noch einen hin, damit wir die ganzen Shacks da abreißen. Nämlich super nervig. Interessanterweise finden wir niemanden, der arbeiten kann, denn die brauchen Highschool. Okay. Da kommt der Nächste, der zum Rebell wird. Unfein, unfein, unfein. So, ich will jetzt eigentlich ganz kurz hier noch... Der Präsident ist da und niemand anders. Ihr seid ganz schlechte Arbeiter, meine Lieben. Wenn El Presidente irgendwo antanzt, dann solltet ihr das ebenfalls tun. Aber nope. Wir haben tatsächlich Leute, die sogar unterrichtet werden können. Und am besten wirklich halt vom College sofort halt in die Lehrerposition rein, damit sich das schnell gemacht wird. Außen fahren die Boote ebenfalls. Das funktioniert also auch. Und mit ein bisschen Glück, wenn der nächste Frachter kommt. Ansonsten ist ja auch schön, dass das hier weg ist. Wenn der nächste Frachter kommt, haben wir dann hoffentlich auch diese Sache geschafft. Essen ist immer noch kein Problem. Sonst wäre das, glaube ich, nicht so heftig hier. Hier holen wir einen genau. Foreign Affairs. Können wir sie einstellen, auch wenn ich jetzt leider nicht weiß, wo sie herkam. Und Education. Abysmal Courage. Wir haben immer noch sie hier. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück können wir sie jetzt da einfach reinziehen, ohne größere Probleme. Und dann übernimmt er. Ja, sofort jemand übernommen. Wunderbar. Und hier haben wir auch gleich Person Nummer 2, die das Ganze nehmen kann. Sehr schön. Und somit steigt das alles. Wir kriegen Interior auch gleich ein. Und wir haben hier die Military Base. Und auch hier brauchen wir wieder Leute, die das Ganze erstmal mit dem College-Abschluss machen können. Und das Schöne ist halt wirklich, wie man sieht, da können auch weitere Leute drin wohnen. Nächster Tenant wird gebaut. Da können also Leute auch wieder einziehen. Das läuft. Das läuft. Gut. Wenn der Kollege für Interior da ist, will ich die Secret Police aufbauen. Und dann will ich euch zeigen, warum ich dieses eine Gebäude so ganz, ganz dringend gebaut habe. Zwei Leute, zwei. Also hier wäre es ganz schön, wenn... Oh, da sind schon drei, wunderbar. Und hier sieht man natürlich zum Beispiel... Interessanterweise sind die alle männlich. Gut. Damit haben wir jetzt unsere Leute und wir gehen hin, sagen Addict, sagen Interior und sagen Secret Police. Designate a building to be converted into Secret Police HQ. The Secret Police allows the use of special actions and may prevent various subversive activities. So, und wir können jetzt auswählen, wo wir hingehen, und wir nehmen diesen Pub. Und damit denken die Leute, das ist ein normaler Pub. Ist von Wirklichkeit die Secret Police von uns. Wirklich interessant zum Teil zu sehen. Brauchen mehr Leute. Some Colombian barons have larger armies than ours, sir. This is unacceptable. With the current population, we need at least 4 more soldiers. Gut, dann würde ich sagen, wir holen einen hin, auch wenn es halt leider kostet. Aber wir haben gerade genug Geld. Holy shit, haben wir viel. Some people, peaceful protest. Ah, ist okay, lass es machen. So.
Fine day, isn't it? The weather seems particularly nice. Enough beating around the bush. We would like a small loan. It's not easy running Europe, you know. So how about it? A gentleman wouldn't begrudge another gentleman such a small favor. 5,000 würden wir plus 15 bekommen und ich sage, wir machen es einfach mal. Dann haben wir ein bisschen Boni bekommen und so sehr tut uns das aktuell nicht weh. Weißt du was, wir gehen sogar hin und holen noch einen zweiten hier. Das ist nämlich richtig dringend in der Hinsicht, denn wir können dann Guard Stations bauen für jeweils, wenn wir Generals bekommen und können dann weitere Soldaten einstellen und das ist eine Sache, die ich will. Dass ich wirklich dann halt hingehe, eine ganz speziell hier hinbaue, in die Ecke. Und dann mal gucken, ob man nicht gleich hier... Also man sollte immer gucken, dass man in gewissen Ecken welche hat, damit auch die aushelfen können, wenn die Situation mal ein bisschen eng werden. Ich sag erst, wir könnten tatsächlich noch ein paar mehr Sachen bauen, aber ich weiß halt echt nicht, wo und was. Gucken wir mal ganz kurz hier, gibt es irgendwas, was wir da unten genau in diese eine Ecke bauen können, wo gerade nichts steht. Wir könnten hier noch eine Farm hinbauen, machen wir's. Eine weitere. Ah, wir könnten vermutlich sogar zwei bauen. Einfach vom Platz her, nicht vom Geld. Gut. So, die nächsten Schritte wären dann im Endeffekt auch hinzugehen und zu gucken, ob man nicht... Pollution Standards... Ah, ich weiß, das sind die Hippies. Presidente, how about we do something nice for the environment? It will show everyone how green and cool you really are. I found a neat way for us to do our share. It's so simple. All you have to do is sign and receive one of the thanks. Issue the pollution standards edict. Wir machen mal ganz kurz schließen und wir gucken, was denn das spaßige Ding hier ist. Pollution. Hier. Reduces factory pollution but raises factory maintenance. Das heißt also, wir haben mehr Kosten, aber Pollution reduziert sich. Environmentalists. Wie steht es um genau diese Fraktion? Ja, okay. Dadurch, dass ich die auf meine Seite bringen möchte, machen wir das nun mal. Falsches Buch. Wir wollen das Buch. The clouds of black smoke may be a clear sign of progress, but for some reason they seem to displease both our citizens and the tourists. Installing pollution control devices in our factories will raise the upkeep by 40%. This edict will cut industrial pollution in half, but has no effect on pollution created by the population. Wunderbar. 43%, wir sind gut dabei. Warum immer wir wieder? Wo ist der Priester hin? Der ist bestimmt Stammkunde hier in unserem Pub geworden. Und das ist jetzt die Secret Police. Man sieht zwar, da arbeitet jetzt jemand, aber es ist nicht mehr mit den gleichen Sachen ausgestattet wie das Original. Gut, und ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Anfang von Tropico. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel und ich weiß, dass ich diesen Safe Game definitiv auch weiter nutzen werde. Ich werde mich aber verabschieden und bis dann.